Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 177. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind durstig nach dem lebendigen Wasser, das aus dem Felsen herausquillt, der für uns geschlagen worden ist. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns heute dein Wort aufschließt, dass wir es verstehen können und dass wir... Das ewige Leben daran schmecken dürfen. Herr, sprich du durch deinen Geist zu uns. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose 20. Aaron soll auf dem Berg Hor sterben. In Vers 27 heißt es: Da machte es Mose so, wie der Herr es geboten hatte. Und sie stiegen auf den Berg Hor vor den Augen der ganzen Gemeinde. Und Mose zog Aaron seine Kleider aus und zog sie seinem Sohn Eleazar an. Und Aaron starb dort, auf dem Gipfel des Berges. Mose aber und Eleazar stiegen vom Berg herab. Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron gestorben war, beweinte ihn das ganze Haus Israel 30 Tage lang. Aaron ist eine interessante Geschichte in der Bibel. Er hat große Sünden begangen und doch hat ihn Gott auch sehr geehrt, hat ihm vergeben und hat ihm den, den, den Typus sein lassen für unseren Erlöser Jesus. Von Aaron können wir viel lernen über unsere eigene Schwäche, auch wenn es darum geht, Standpunkte zu beziehen vor einer Mehrheit, aber auch über die vergebende Gnade Gottes und seine Fähigkeit uns zu ganz wichtigen Stützen im Werk Gottes zu machen. Aaron hat daraus gelernt und wie wir in Geschichten gesehen haben, hat er eine Liebe für andere Menschen gehabt und hat für sie gebetet, selbst wenn sie gegen ihn gewesen sind. Und als der Kananiter, der König von Arad, der im Negev wohnte, hörte, dass Israel auf dem Weg nach Atarim heranzog, kämpfte er gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Da legte Israel ein Gelübde ab vor dem Herrn und sprach: Wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Oder Herr erhörte die Stimme Israels und gab die Kananiter in ihre Hand. Und Israel vollstreckt an ihnen und an ihren Städten den Bann. Und man nannte den Ort Horma. Wenn wir uns vornehmen, dass der Sieg ein vollständiger Sieg sein soll, dann schenkt uns Gott auch den Sieg. Wenn wir uns Vollständigen Sieg wünschen in unserem Leben über Sünde, Versuchungen, schlechte Gewohnheiten, dann wird uns Gott auch diesen Sieg gerne schenken. Aber lasst uns auch wirklich vor Augen haben, dass wir die Sünde nicht einfach nur vergeben bekommen möchten, sondern dass wir sie besiegen möchten, und zwar vollständig. Wenn das unser Wunsch ist, kann Gott Großes für uns tun. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Es dauerte wieder länger als gedacht. Und wie schnell passiert das auch uns, dass wir ungeduldig werden, auch in dieser letzten Zeit. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser edlen Speise. Sie hatten immer gegen Mose und Aaron geschimpft. Jetzt war Aaron nicht mehr da. Und so schimpfen sie direkt gegen Gott. Und gegen Mose. Sie wissen, er führt sie. Und doch haben sie keine Lust mehr auf das Manna. Kann es sein, dass wir manchmal ungeduldig werden und keine Lust mehr auf das Wort Gottes alleine haben und uns nach anderen Dingen sehnen? Da sandte der Herr Seraphschlangen Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. 40 Jahre lang hatten sie kaum oder keine Schlangen gesehen obwohl die Wüste voller Schlangen ist. Gott hatte sie 40 Jahre lang bewahrt. Jetzt zieht er sich zurück. Wenn sie nicht mit ihm sein wollen, dann zieht er sich für einen Moment zurück, um ihnen zu zeigen, was wäre, wenn er sie nicht führen würde. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt. Dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Das ist eine schöne Sache. Sie haben um Vergebung beten wollen. Sie haben ihre Sünde erkannt. Das haben wir in früheren Geschichten nicht immer gesehen. Manchmal war das Volk so verstockt dass selbst Gottes Eingreifen sie nicht wirklich zur Umkehr gebracht hat. Aber sie möchten zurückkehren. Das gibt die Gelegenheit für eine besondere Demonstration des Evangeliums. Mose bat für das Volk, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie, befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Niemand anderes als Jesus selbst hat genau diese Geschichte in Johannes 3 erkennt, Die Verse ab Vers 14. Diese Geschichte als einen Typus auf sich selbst bezogen. Er selbst, der Menschensohn, ist für uns zur Sünde geworden. Denn die Seraphs Schlangen sind Symbol für die Sünde die uns alle gebissen haben, weil wir uns beschwert haben, weil wir, uns, weil wir nicht geglaubt haben, dass Gott uns richtig führt. Und so sind wir von Sünde infiziert und die Sünde führt zum Tod, es sei denn, wir schauen auf Jesus am Kreuz von Golgatha, wo er für uns zur Sünde geworden ist. Und wenn wir auf ihn schauen und ihm glauben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir wegschauen von uns, wegschauen von unserem Problemen, was gar nicht mal so einfach ist, weil die Schlangen ja um uns herum sind und, und uns beißen. Aber wenn wir wegschauen von uns und hinschauen auf Jesus, dann sind wir sicher, dann haben wir das ewige Leben. Und die Kinder Israels brachen auf und lagerten sich in Obot. Und von Obad brachen sie auf und lagerten sich bei Ije Abarim in der Wüste. Moab gegenüber, gegen Aufgang der Sonne. Und von dort brachen sie auf und lagerten sich an dem Bach Seret. Von dort brachen sie auf und lagerten sich jenseits des Anon, der in der Wüste ist und aus dem Gebiet der Amoriter herausfließt. Denn der Anon bildet die Grenze Moabs zwischen Moab und den Amoritern. Daher heißt es im Buch der Kriege des Herrn. Waheb hat er im Sturm eingenommen und die Täler des Arnon und den Abhang der Täler, der sich hinzieht bis zum Wohnsitz von A und sich anlehnt an die Grenze von Moab. Von dort zogen sie nach Beer. Beer. Das ist der Brunnen, von dem der Herr zu Mose sagte, Versammle das Volk, so will ich ihnen Wasser geben. Damals sang Israel dieses Lied Quill auf Brunnen. Singt ihm zu. Du Brunnen, den die Fürsten gruben, den die Edlen des Volkes öffneten, mit dem Herrscherstab, mit ihren Stäben, und aus der Wüste zogen sie nach Matana und von Matana nach Nachaliel und von Nachaliel nach Bamot. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass bei dir die Quelle des Lebens ist, die Quelle des lebendigen Wassers. Und danke, dass wir Leben haben dürfen, wenn wir auf Jesus schauen und ihm glauben. Herr, was immer für Schlangen in unserem Leben gerade sich tummeln, wie oft wir vielleicht gebissen worden sind, schenke uns heute den Glauben und den Mut, dass wir weg von uns schauen, weg von unseren Problemen, von unseren Sünden, von unseren Versuchungen und hinschauen auf Jesus, damit wir das Leben empfangen, das du uns geben möchtest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.